Die Neuauflage des vom Bürgerverein Sande und dem FC Rot-Weiß Sande gemeinsam organisierten Menschenkicker-Turniers war auch diesmal wieder der erwartete große Spaß für alle Beteiligten. Am Ende wiederholte das Team Sande Allstars um Spielführer Ralf Sagehorn den Erfolg des Vorjahres und verteidigte im Finale mit 3:2 gegen die von Armin Eichkorn angeführten Mannen vom Petersdom den Titel. Erneut steuerte ein Fußballfanclub aus Wilhelmshaven das Spielgerät als Leihgabe bei. Die Siegerehrung nahm der Schirmherr des Turniers, Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies, vor.